Herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast. Wir sind Deutsch Podcast und neben mir sitzt die liebe, nette Kollegin und eine super gute Freundin Sandra. Hallo. Und ich bin Virpi. Ja, wir sind ja Deutsch-Dozentinnen und unser Ziel ist es ja mit diesem Deutsch-Podcast dafür zu sorgen, dass du richtig gutes und nahezu perfektes Deutsch sprechen kannst. Und dafür suchen wir uns ja in jeder Woche ein neues Thema aus. Ja. Ja, welches Thema haben wir denn heute? Ja, es geht um die Herbstmelancholie. Also das heißt, also was das heißt, werden wir auch euch noch gleich erklären, weil wir kamen auch zu dem Thema, weil wir heute beide festgestellt haben, dass wir etwas müde sind. Müde und auf eine Art, und auch das würde ja das Wort Melancholie sagen, aber da gehst du ja gleich näher drauf ein im Wortschatz-Training, sage ich jetzt mal. Ja, aber auch irgendwie so eine Müdigkeit, in die man sich so einkuscheln will. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich fühle mich heute so, obwohl wir den Podcast aufnehmen und ich wirklich Energie habe, denke ich so, ja, aber jetzt mit einer Decke auf der Couch liegen und jemand bringt mir einen Tee. Das ist so das Gefühl, dass ich gerade es regnet auch noch draußen. Ja. Und das soll stürmisch werden, genau. Also das ist das Thema. Aber bevor es wirklich richtig losgeht, wir sind ja eben zertifizierte Dozentin. Wir haben echt Ahnung von dem, was wir hier machen. Mhm. Deshalb wissen wir auch, dass in jede gute Podcast-Folge natürlich eine Vorentlastung gehört. Das heißt, wir haben ganz tollen Wortschatz herausgepickt, den Virpi euch jetzt erstmal vorstellt. Ja. Und willst du starten? Ja, heute haben wir auch keine Prüfungen gehabt. Also wir sind Prüferinnen auch beide. Jetzt kommen wir zu den Wortschatz, oder? Ja. Ja, ich beginne. Also dann mit der Melancholie. Die Melancholie, wir verbinden damit Sehnsüchte und ein bisschen so, nicht sehr traurig, aber ein bisschen so, ja, traurig schon. Und vielleicht vermisst du etwas und du bist vielleicht nicht in deine Hochform. Ja, oder hast du noch mal Ergänzungen dazu? Nee, tatsächlich nicht. Also es ist so eine, ich würde schon fast sagen, so eine Kuscheltraurigkeit. Ja, weißt du, schönes Wort. Habe ich mir gerade ausgedacht, aber vielleicht habe ich es auch irgendwo gelesen. Aber so eine Traurigkeit, in die man sich so, die man so ein bisschen genießen möchte auch. Ne? Das wäre für mich Melancholie. Mhm. Ja, dann definitiv gehört das Wort, das Wohlbefinden auch dazu. Wir fühlen uns gut, uns geht es gut. Also das Wohlbefinden. Ja, ein Wort auch, was natürlich schon schwierig ist, ist die Depression. Und da wir nicht die Spezialistinnen in diesem Bereich sind, natürlich werden wir das jetzt nicht erklären, was genau ist eine Depression, sondern das machen die Experten, Expertinnen. Man kann depressiv sein, aber da gehören viele Komponenten der Traurigkeit, Müdigkeit und so weiter zusammen. Ja, was wir immer definitiv brauchen, ist die Erholung. Vielleicht sind wir in der Schule, wir studieren, wir arbeiten oder sind zu Hause total beschäftigt. Wir brauchen Erholung. Die Erholung trägt uns dann im Alltag weiter. Und das ist auch, kann man sagen, wir brauchen den Ausgleich. Der Ausgleich, also wenn wir viel arbeiten, müssen wir vielleicht, manche gehen gerne ins Fitnessstudio oder wir müssen irgendwie uns erholen. Ja, und dann hat sich auch ein englisches Wort eingeprägt, also in dieser deutschen Sprache, die Life-Work-Balance, also da müssen wir auch ein Gleichgewicht haben zwischen unserer Arbeit und der Freizeit. Genau, oder auch so dem Alltag oder Familienleben. Genau. Ne? Das ist auch das ist oft, sehr, sehr wichtig. Das stimmt, genau. Und das Stressmanagement, auch noch mehr Anglizismen dazu. Ja, wir müssen auch auf uns aufpassen, dass wir nicht uns überarbeiten, dass wir ein gutes Gleichgewicht im Leben haben. Ja, und manchmal hilft nur
eine Pause. Also wir müssen pausieren. Sehr schön, vielen Dank für die Wortschatzeinleitung. Wir haben, es steht zwar im Folgentitel, aber wir haben es vergessen am Anfang zu erwähnen, dass dies eine Folge für das Sprachniveau C1, C2 ist, was bedeutet, dass wir eben etwas schneller sprechen oder beziehungsweise in unserer normalen Sprechgeschwindigkeit. Das ist für einige immer sehr anspruchsvoll, aber wenn du natürlich ein B1 oder B2 Hörer oder eine Hörerin bist, dann kannst du das einfach mal versuchen, und wenn wir dir zu schnell sind, kannst du ja zum Beispiel auch die Geschwindigkeit anpassen, sodass wir etwas langsamer reden. Ja, das geht natürlich auch ab. Genau, oder für die Profis, schalt uns noch schneller, dann kannst du schauen, ob das hinhaut. Ja. Aber ja, wirklich, also ich weiß nicht, ich habe heute auch so einen Tag, wir haben uns ja vor dem Podcast schon ein bisschen unterhalten, ich bin echt müde, ich bin lustlos. Ich habe aber tatsächlich auch so ein bisschen dieses Gefühl der Melancholie in mir, dass ich irgendwie denke, ich möchte aber auch bei diesem Wetter jetzt diese Lustlosigkeit, diese Traurigkeit genießen können. Mhm. Also ich hatte das eben schon mit der Decke auf der Couch, und dann gucke ich mir einen Film an, und dann gucke ich mir natürlich einen traurigen Film an, damit ich diese Melancholie so richtig, richtig spüren kann. Ja, also das sind sehr sinnvolle Gedanken, muss ich sagen. Und ich finde auch, also das ist das eine, dass du vielleicht eine Decke holst, aber wir haben auch lange nicht mehr so ausführlich miteinander vor der Aufnahme gesprochen. Das ist mir auch aufgefallen. Also ja, wir waren beide im Urlaub, mhm, genau, und haben kurz noch ein paar WhatsApp oder irgendwie ein paar Nachrichten hin und her geschickt, ja, aber dass wir so richtig gesprochen haben, ich glaube, wir brauchten das heute. Genau. Auch. Also auf jeden Fall, also meine Empfehlung wäre, dass man auch gute Gespräche führt, ja, mit den Freunden oder mit den Familienmitgliedern spricht. Ich finde, es ist auch wichtig, darauf zu achten, ja, dass man eben dadurch für sein Wohlbefinden sorgt, mhm, und dass man eben schaut, so, was brauche ich zum Ausgleich, wenn ich einen stressigen Arbeitsalltag habe, dann hilft oft ein Gespräch. Ja. Also dann ist das schon fast so eine We-Wellness, ja, We-Wellness für die Seele, ja, wenn man einfach auch diese Wut oder diese Müdigkeit oder diese Überforderung, mhm, einfach auch mal rauslässt. Mhm. Bist du, Entschuldigung, dass ich da schon, bist du im Herbst, weil wir das ja so gesagt haben, die Herbstmelancholie, bist du im Herbst gestresster als im Sommer? Weißt du, was ich meine? Ich weiß, aber ich glaube, ja, weil also die Abende kürzer werden, mhm, und eben morgens ist es länger dunkel. Also ich komme, glaube ich, ein bisschen schlechter hoch ab morgens. Das finde ich ist ein Ding, und ich habe auch das Gefühl, der Tag ist ja schneller zu Ende. Ja. Also dadurch, dass es früher dunkel, genau, ist, habe ich so das Gefühl, ich muss die Sachen schneller erledigen, obwohl ja, das ja eigentlich Quatsch ist. Ja, das stimmt. Ja, ja genau. Ja, also auf jeden Fall, also wenn man unruhig wird oder sich irgendwie gestresst fühlt, ist es auch ganz sinnvoll, manchmal ja, sich vor dem Spiegel stellen und fragen, hey, was ist mit mir los und was kann ich Gutes für mich selbst tun? Ich habe Sandra heute erzählt, dass ich seit letztem Donnerstag wieder regelmäßig Sport mache und mir geht es seitdem wieder besser. Also das heißt, ich bin irgendwie energischer. Ich glaube auch, dass es diese Bewegung, das darf man nicht unterschätzen, was das für eine Auswirkung hat. Mhm. Gerade, ja, wir hatten schon mal das Thema Ausgleich. Also wir sitzen oft lange am Schreibtisch, viel am Schreibtisch. Das ist nicht gut für unsere Rückenhaltung, für unsere Schultern und alles, was dazugehört. Selbst wenn ich unterrichte, dann stehe ich zwar normalerweise viel, mhm, und gehe auch so durch die Reihen, genau, und gucke in die Hefte, aber ich habe dabei auch eine ganz schlimme Körperhaltung. Also weil ich stehe und gucke nach unten, genau, und irgendwann merke ich wirklich, dass mein Nacken wehtut. Ja, genau, also, so ist das. Ja. Also alles findet so nach unten statt. Ja, genau, das war ich ganz genauso. Und ich finde es auch schwierig, manchmal, für den Sport dann Zeit zu nehmen, ja, oder für, dass man einfach sich erholt. Ja, wie heute, ich habe das dir auch erzählt, ich war heute im Fitnessstudio, hm, ich kam von der Arbeit, von der Schule, und ich hatte natürlich meine Fitnesssachen im Auto dabei
Das ist schon mal der erste Schritt. Ja, das ist schon ein Riesentipp, einfach die Sportsachen schon mal mit einzupacken. Genau, die waren im Auto. Und dann hatte ich solche Selbstgespräche geführt. Wirbi, fährst du jetzt nach Hause oder biegst du ab? Und also ich bin tatsächlich abgebogen und ich bin ins Fitnessstudio gegangen. Wow. Und nach dem Sport habe ich mich so wohl gefühlt. Also mir ging es echt gut, obwohl ich schon müde war, aber anders müde. Wirklich, das ist, also ich hatte nicht eine ganz ähnliche Situation, aber ich stand heute auch quasi gedanklich an einer Weggabelung, weil ich nämlich einkaufen musste. Und ich musste ein bisschen weiter wegfahren, aber ich brauchte keine große Sache, sondern nur eine kleine Sache, die ich durchaus mit dem Fahrrad transportieren kann. Mhm. Und meine Überlegung war eben auch, Sandra, fährst du mit dem Auto? Mhm. Es ist ein bisschen weiter weg. Oder fährst du mit dem Fahrrad? Und nein, also bei mir hat die Trägheit gesiegt. Ich bin tatsächlich mit dem Auto gefahren und eigentlich ärgere ich mich ein bisschen, ja, weil es jetzt am Nachmittag regnet. Mhm. Und wenn ich mit dem Fahrrad gefahren wäre, wäre ich vielleicht dann auch so ein bisschen energiegeladener gewesen. Aber ja, so ist es halt eben oft so, dass man dann eben diese, vielleicht gerade bei dem schlechteren Wetter oder es ist sehr bewölkt, gerade diese Antriebslosigkeit hat. Mhm. Und du hattest ja im Wortschatz schon eben das Wort Depressionen erwähnt. Ich glaube, dann diese Antriebslosigkeit, die dafür sorgt, dass ich nicht mal mehr aus dem Haus gehen würde, das, ne, was ja dann eigentlich eine Depression wäre. Ja. Ich glaube, das Wort Depression oder depressiv, das benutzen wir im Alltag, aber also gar nicht, wie es die Experten benutzen, sondern man sagt das so dahin. Ne? Ja, ich bin heute ein bisschen depressiv. Ja, ja. Nee, das kannst du. Also nee, das sieht dann anders aus. Ja, oder dann würdest du Hilfe benötigen. Ja, richtig, ja, das stimmt. Und aber so, was machst du, wenn du dich richtig gestresst fühlst? Also wir hatten das, ja gut, das erste war das Gespräch. Sprechen ist wichtig. Naja, jetzt müssen wir ja unterscheiden. Also was macht die Sandra, die vorbildlich ist, wenn sie gestresst ist? Und dann könnte ich natürlich sagen, ich mache einen langen Spaziergang und ich mache dann ein bisschen Sport und vielleicht meditiere ich auch. Mhm. Oder was macht die unvernünftige Sandra? Und die unvernünftige Sandra isst dann Schokolade und setzt sich auf die Couch. Oh ja. Und ich glaube, also beides hat ja so, also beides passiert. Also ja. Und ich weiß natürlich auch, wonach ich mich besser fühle. Und das ist natürlich die Luft und das ist der Spaziergang. Aber wir hatten ja heute schon so dieses innerliche Zwiegespräch. Ja, ja, genau. Was machst du? Gehst du nach links oder fahre ich nach Hause oder gehe ich ins Fitnessstudio? Ja, genau. Und ich weiß, dass es auch schon Tage gab, wo du nach Hause gefahren bist dann wahrscheinlich. Ja. Allerdings, das war dann die andere Wirbi. Genau. Und dann gibt es auch, was du da gerade mit der Schokolade sagst. Also manchmal denke ich, okay, mache ich jetzt Sport? Nein, ich koche mir einen Kaffee und dann nehme ich ein Stückchen Schokolade, was natürlich nicht nur ein Stückchen ist, sondern dann schon gleich. Ein Täfelchen geht so hinweg. Und also klar fühlt man sich auch eine Weile so gepusht, also energisch. Ich weiß nicht mehr, was für ein Stoff, aber irgendein Stoff ist auch in der Schokolade, der einen so glücklich macht. Also das ist ja auch mittlerweile irgendwie wissenschaftlich erwiesen, dass die Schokolade da, ich glaube, Endorphine freisetzt oder so. Also ja, aber gut, ich liebe Schokolade, so wie du Schokolade auch. Also, ist wunderbar. Ja, genau. Mhm. Ja, aber ich glaube, wir wissen, was uns gut tut. Wir wissen natürlich dann auch, was uns nicht gut tut. Mhm. Und dann weiß natürlich auch das vernünftige Ich, okay, gerade in der Herbstzeit mit deiner Herbstmelancholie oder Traurigkeit solltest du vielleicht trotzdem an die frische Luft gehen und dir wenigstens noch so ein bisschen Vitamin D abholen, durch die müden Sonnenstrahlen, die da durchkommen. Mhm. Aber ja, es ist dann. Oder dann gibt es auch, also jetzt ist das super trendy und super beliebt. Also kennst du ja auch Pamela Reif. Ja, ach Gott, die macht mich fertig. Die ist macht mich auch fertig. Die ist mir zu fest. Da bekomme ich Depressionen. aber klar, ich habe gestern Abend mir auch also so auf Instagram ihre Stories angeguckt. Ja. Und ich habe also nur gedacht, Mirbi, machst du auch ein Workout oder nicht? Nee, ich habe nur alles angeguckt. Aber wirklich, also ich war überleg schon gedanklich dabei. Pamela Reif ist vielleicht 3 Jahre jünger als du. Höchstens 3 Jahre.
Also maximal 10. 10 ja, Jahre oh, jetzt übertreibst du. Und ich kann mit dieser Fitness natürlich auch dann nicht mitteilen. Also ich finde das großartig, was sie macht. Und ja, finde ich auch. Wir, also ja, das ist, glaube ich, auch klasse, wenn man wirklich sportlich ist. Wobei ich glaube, sie bietet ja wirklich für alle was an. Ja, natürlich. Aber ja, also nee, mich, also... Sie hat auch diese Challenges. Ja, das also, ist... Also vorher und nachher. Vor einem Jahr und nach einem Jahr. Oh mein Gott. Ich glaub, das ist, wie sagt man das, ist so eine Nummer zu groß für mich. Oder zu, aber vielleicht auch nicht. So soll man ja auch nicht rangehen. Das wäre ja, ne, so gerade wenn man auch so zum Thema Stressmanagement, man soll ja gar nicht genau sagen, das kann ich nicht, sondern das kann ich noch nicht. Also, ja. Aber was, wie wäre es, Sandra, wenn wir morgen früh ein Bild aufnehmen, vorher und dann in einem Jahr nach Pamela Reif, ja, nachher Bild. Ich mache gerade ein Bild, dann habe ich noch mehr graue Haare. Ja, genau. Oder vielleicht noch mehr Falten. Habe ich einen Gipsarm? Ja. Weil ich mich bei einer Übung irgendwie verletzt habe. Ja, aber ich glaube auch das, ich finde, das ist so was Wichtiges, also erstmal alles mit Humor zu nehmen. Ja. Also ich finde auch Lachen, gerade in dieser Herbstzeit mit der Müdigkeit oder wir sind ja im Deutschlern-Podcast, auch beim Deutschlernen. Darf man lachen? Ja, also... Da ist es wirklich sinnvoll zu lachen und einfach das Ganze mit Humor zu nehmen, wenn man Fehler macht, wenn man weiß, dass das etwas wirklich noch lange nicht zu erreichen ist. Also. Auch, ja, ich denke gerade an die Situation, wenn du in der Prüfung bist, da gibt es natürlich nichts zum Lachen, also wenn du schwitzt. Also, und wenn du Fehler machst und durchfällst, also... Ja, haha, sehr lustig, das nächste Mal wird es aber besser. Das Gemeine ist, nee, wir Prüfer, nee, lachen wir, wenn was schief geht, eigentlich gar nicht. Also mir ist aufgefallen, dass ich, also wenn wir in den Prüfungen lachen, ist dann eher, dass es dann wirklich gut läuft. Ja. Also ich glaube, wenn so Prüfungen so ganz, also wenn es wirklich schon so eine dramatische Wendung gibt und alle sehr, sehr ernst werden, dann ist es wahrscheinlich nicht so gut. Aber wenn viel gelacht wird, dann ist es eigentlich immer... Ja, ich glaube, das hilft dann trotzdem. Läuft es gut, auf jeden Fall. Und das baut ja auch den Stress wieder ab. Ja, also ich als Prüferin versuche auch irgendwie eine entspannte Atmosphäre zu vermitteln. Ich lächle meine Prüflinge auch gerne an und also versuche auch die Angst abzunehmen. Ich finde das auch, also gerade die Aufgabe ist es ja auch, da wirklich so eine Atmosphäre zu schaffen, in der man sich, ich sag mal, weitestgehend wohlfühlt. Also ganz toll sind ja werden ja dann von Prüfungszentren meistens beauftragt. Ganz toll ist es dann natürlich, wenn man Prüfzentren hat, die zum Beispiel ein Blümchen wenigstens auf den Tisch stellen oder so. Oh, also ja. Einfach so, es sind diese Kleinigkeiten. Und da schließt sich vielleicht auch wieder der Kreis, wie man aus so einer Herbstmelancholie rauskommen kann oder aus dieser Antriebslosigkeit. Ich finde, es hilft dann schon, eine kleine Kerze auf den Tisch zu stellen oder sich irgendwie, es gibt ja jetzt nicht mehr so viele Blumen, aber man kann sich ja trotzdem zum Beispiel Blumen kaufen oder und einfach irgendwie so eine Kleinigkeit, um das besonderer zu machen oder sich eine schöne Tasse Tee zu besorgen oder irgendwas. Du, ich habe jetzt, du hast gesagt, es gibt nicht mehr so viele Blumen, aber ich habe jetzt auch gedacht, nein, in diesem Herbst, auch die verblühten Blumen sind für mich schön und die habe ich echt geschnitten und in die Vase gestellt. Ja, das ist eine ganz gute Einstellung bei uns, muss ich gestehen. Jetzt sind wir ja auch bald verblühte Blumen. Ja. Entschuldigung. Ja, über 40, da hat sich's ausgeblüht hier. Ich bin auch noch schön. Das kann auch auf die Vase dir stellen. Bisschen Wassergießen. Genau, ein bisschen Faltencreme und dann wird alles wieder gut. Genau. So, also für die, die uns jetzt bei YouTube zusehen, die sehen, wie unsere Gesichter gerade rot werden und alle anderen, die können sich das bildlich vorstellen. Nein, aber ich glaube auch, also dieses... eigentlich die Schönheit in jeder Jahreszeit zu sehen. Also ich liebe den Frühling und den Sommer, aber ich finde, der Herbst hat auch sowas ganz Schönes. Und es gibt ja auch diese tollen, wie heißt es, dieses Heidekraut, was so lieb für mich, muss immer noch lachen. Ja. Aber das ist halt eben das Schöne. Also dann holt man sich eben die Farben in die Wohnung oder macht das Licht besonders
stimmungsvoll, ja, oder hell. Oder kocht einen wunderschönen Tee, leckeren, ja, Tee, gibt es ja auch viele. Ja, Tee ist echt immer so ein Thema. Ich habe das jahrelang überschätzt und dachte, ja, oh, dann koche ich mir halt einen Tee. Also es gibt ja nichts Langweiligeres als Tee. Mhm. Aber ich finde, das stimmt nicht mehr. Ich finde, du hattest mal so ein tolles Teerezept mit, was war da drin? Ingwer, Zitrone und Zimt, oder? Ja, das, den habe ich, glaube ich, einmal gemacht. Und dann mit heißem Wasser. Ach, einmal danach. Ich habe den danach ganz oft gemacht. Ich finde, dafür, dass wir eine Folge zum Thema Herbstmelancholie und Traurigkeit machen, ist dafür sind wir schon sehr gut drauf. Ich finde, wenn wir jetzt so gut drauf sind, dann ist vielleicht noch die Zeit für ein Grammatik-Thema. Oh ja, Sandra. Jetzt wird es ernst. Achtung, nein. Ja, wir wissen ja, dass wir einige Sätze oder gerade Satzeinleitungen mit S verwenden müssen. Also sowas wie, es ist wichtig, es ist sinnvoll, es ist fraglich und. Jetzt denkst du dir als routinierter C1-Hörer, ja, oder Hörerin, das, ja, das weiß ich ja schon, das ist ja schon Niveau B1 oder noch früher, wo wir das lernen. Aber tatsächlich haben wir hier die Möglichkeit, das S als nicht obligatorisch einzusetzen. Das heißt, wenn ich den Satz umstelle, dann fällt mein erstes S weg. Klingt zu kompliziert? Ist es nicht. Also, ich kann sagen, es ist sinnvoll, eine Kerze auf den Tisch zu stellen. Oder na, sinnvoll vielleicht nicht. Es ist schön, eine Kerze auf den Tisch zu stellen. Und dann kann ich den Satz umdrehen und dann fällt das S weg. Eine Kerze auf den Tisch zu stellen ist schön. Oder eine Kerze auf den Tisch zu stellen, ist hilfreich bei einer Herbstmüdigkeit. Und das ist sozusagen der Grammatiktipp oder die Grammatikeinheit für heute. Das heißt, du hast deine Sätze, in der das S im ersten Teil obligatorisch ist, also wirklich genutzt werden muss, wie es ist wichtig, es ist fraglich, es ist sinnvoll und dir fallen bestimmt noch ganz viele andere Beispiele ein. Und wenn du den Satz aber umstellst, dann fällt das S weg. Das war's schon. Ja, wunderbar. So kurz hat's mir gefallen. Ja, und wenn du noch mehr von uns sehen möchtest oder hören möchtest, dann hörst du das natürlich auf Instagram, auf Facebook. Guck auch nach auf der Homepage, genau, www.deutsch-podcast.de. Oder komm. Also unter beiden erreicht man uns. Genau. Da findest du alle alten Podcast-Folgen. Also wir haben da mittlerweile ein sehr, sehr großes Podcast-Archiv. Mhm. Aber ansonsten natürlich auch bei fast allen Podcast-Anbietern deines, genau, Vertrauens, wie iTunes, Spotify, Google Podcast. Und vielleicht hast du uns jetzt auch nur zugehört. Uns gibt es aber auch bei YouTube zu sehen. Also wenn du gleich nochmal unsere hochrot kichernden Gesichter sehen möchtest beim kleinen Lachanfall, dann könntest du das zum Beispiel auch da sehen. Aber da blenden wir zum Beispiel auch die Worte des Wortschatzes ein und schreiben auch nochmal die Grammatik-Beispielsätze auf. Die findest du aber auch in unseren Shownotes. Also auch da findest du auch nochmal nützliche Links, nochmal den Link zu unserer Webseite, die, wie gesagt, die Wortschatzliste. Und. Wir werden ja nicht müde, nein, euch mit Infos zu, ja, zuzuschütten. Dankeschön. Ja. Und dann, was wollte ich noch mal sagen? Wenn du jetzt auf YouTube bist, also vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, kling, kling, dann weißt du auch immer, wenn wir eine neue Folge, ja, hochgeladen haben. Für dich. Genau. Und auch, wenn du uns bei YouTube jetzt gerade zugesehen hast, schreib uns doch gerne mal in die Kommentare, was dich aus dieser Herbstmüdigkeit herausholt. Also wenn du in einem Land lebst, in dem es im Herbst auch gerade dunkel und regnerisch ist. Es soll ja auch anders aussehen in anderen Ländern. Vielleicht kennst du das dann gar nicht. Aber das schreib uns gerne mal in die Kommentare. Vielleicht gibt es noch ein bisschen besseren Tipps, als spazieren zu gehen oder Schokolade zu essen. Oh ja, wir sind gespannt. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Also ich glaube, wir werden diese Podcast-Folgen immer noch aufnehmen. Also solange wir Zähne haben. Meinst du, vielleicht geht auch ohne Zähne? Nein, ohne Zähne. Ja. Dann ist man dann schon ganz verwelkt oder abgeblüht, ausgeblüht. Oh, das Lachen tut so gut. Herrlich. Oder? Ja, mehr lachen auch. Ja, es entspannt den ganzen Körper. Ja, das ist es. Ja.